hat einer zum Beispiel im Chat reingeschrieben, dass der Wolfgang Eckert mit seinen Dingen falsch liegt und entpuppt sich vielleicht auch als ein falscher Ankläger. Das kann man tatsächlich so sehen, aber es ist Wolfgang Eckert. Eckert selber ist übrigens ein sehr sympathischer Kerl. Ich habe mit dem auch Mailkontakt gehabt und ist halt auch ein Individuum, der durch bestimmte Prägungen, Konditionierungen dementsprechend seine Welt gestaltet, nach seiner Vorstellung, nach seinen Wahrheiten, und die tut er nach außen verkünden, was wir alle tun. Und wir können diese Wahrheit annehmen und sagen, okay, das sehen wir dann auch so, und dementsprechend sind wir alle Eckert-Anhänger, oder wir sagen, Eckert ist ein ganz, ganz böser, oder man sieht es einfach neutral und sagt, ja, interessiert mich nicht. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber nur das als Beispiel. Ja, Ja. also gerade zu Eggert, wenn das schon der Zodiac in der Frage auch erwähnt, ausdrücklich, kann ich auch kurz mal meinen Standpunkt nennen. Ich würde auch nicht bei allem mitgehen, was er so sagt, aber was man ihm doch auf jeden Fall zugutehalten kann, dass er da schon viel Recherchearbeit reingesteckt hat, Zusammenhänge aufzeigt, die kann ja auch jeder selber überprüfen. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie alles nur seine Erfindung ist, wie das bei manchen irgendwie QAnon-Geschichten war, der Fall war. Da werden dann irgendwelche ganz haarsträubenden Märchen einfach den Leuten aufgetischt, die keiner überprüfen kann. Könnte natürlich tatsächlich stimmen, was dann erzählt wird, aber man kann halt überhaupt nichts überprüfen. Das ist bei Eggert ja nun wirklich ganz anders. Da ist sehr viel Substanz dahinter. Ich ziehe halt oft nicht die Konsequenzen, die er zieht aus den Informationen, wenn man sie so zusammen sich anschaut. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass es sinnvoll ist, wenn man sich eh mit Politik und Weltpolitik, Geschichte und sowas befasst, dass man seine Thesen sich zumindest mal anhört und oder durchliest oder wie auch immer und sich dann halt auseinandersetzt. Ja, das erinnert Und mich an. Ach so, ja. da fällt mir noch was ein zum Thema halt, wie der Mensch auf sowas reagiert und ob was dann in ihm angesprochen wird, ob er das Destruktive, er das Konstruktive sieht. Da fällt mir zum Beispiel das Beispiel Tillmann Knechtel auch ein, also trau kein Promi, der ja auch eine ähnliche Thematik oft anspricht und auch sehr ausführlich und auch sehr gut mit Quellen versucht zu belegen. Manche Quellen sind vielleicht nicht immer die allerstandhaftesten oder wie sagt man, manche kann man vielleicht auch schon so kritisieren, dass es nicht die vertrauenswürdigste Quelle ist, aber auch er hat viel Fleißarbeit geleistet. Und bei ihm finde ich, dass in den letzten Monaten auch schon eine Tendenz festzustellen ist, wo er ein bisschen versöhnlicher an das Ganze rangeht. Vor, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren, da waren seine Aussagen zu der Thematik schon sehr schwarz-weiß. Das eine war gut, das andere ist böse. Aber inzwischen ist er da auch ein bisschen, sagen wir mal, vermittelnder geworden und sieht schon auch in dem, was er grundsätzlich schon eher negativ sieht, doch hier und da auch die guten Aspekte und erkennt vor allem an, dass manche Menschen eben auch mit Themen wie der Kabbala oder sowas, ist ja so eins seiner Hauptthemen dann, da eben was Konstruktives rausziehen können und das findet er dann auch in Ordnung und hat dann nicht irgendwie so eine Art vorgefertigte Meinung, wer damit überhaupt sich befasst, ist schon automatisch böse. Ja. Und deswegen würde ich sagen, sieht man an der Art, wie er über diese Quellen in dem Fall redet, über die Kabbala zum Beispiel, Talmud, dass er auch sich entwickelt hat, dass er jetzt auch ein bisschen mehr darin vielleicht erkennen kann als noch vor 3 Jahren. Und das lässt doch hoffen, dass das bei jedem möglich ist, so eine Entwicklung. Ja, da fällt mir noch dann zu guter Letzt Oliver Janich ein, der jetzt gerade im Augenblick, glaube seit über 80 Tagen im Gefängnis sitzt. Der wohnt ja auf den Philippinen. Und meine volle Solidarität hat er von meiner Seite aus. Er ist ja ein Libertärer, genauso wie Knechtel eigentlich ja auch, ne? Ist ja auch ein Libertärer. Und gerade bei Oliver Janich, ihm habe ich sehr zu verdanken, dass ich damals mit die Stechfliege angefangen habe, den Kanal aufzumachen, und dann, das glaube ich, das erste Video war dann über Oliver Janich, und weil ich das so furchtbar fand, dass der Mensch, der wirklich exzellente Vorträge gehalten hat, ein tolles Buch geschrieben hat, es geht auch ohne Staat, und dann kommt er mit irgendwelchen Behauptungen, kannst null belegen, wegen Crowley und Satanismus und Böse und solche Sachen, ne? Und damals war ich noch auf La Gomera, so eine Insel bei Teneriffa, und da ich mich dann gewundert, wenn ich geguckt habe, boah, sind da viele Klicks auf dem Video und dann lauter Kommentare, und dann fiel mir ein, ah ja, stimmt, der hat ja auch seine Anhänger, und na, dementsprechend haben die dann reagiert.
Ja, war eine schöne Erfahrung. Aber gerade noch ganz kurz Schlusswort wegen Libertär. Ich finde das auch erstaunlich, das ist mir beim Tillmann auch aufgefallen, dass die dann irgendwie zu diesem Christengott irgendwie eine gewisse Ehrfurcht haben. Und ich denke mir so, hey, das sind Libertäre, das sind Menschen, die beugen sich nicht. Ne? Die kämpfen gegen den Staat. Also ich ja auch in Anführungsstrichen, aber einfach aus Überzeugung, damit wir mal wieder ins Gleichgewicht reinkommen sollten. Und warum beugen die sich dann vor jemanden, wo sie nicht mal nachweisen können, dass es dieses Etwas oder diesen Gott oder diesen, ja, je nachdem, wie man es bezeichnen will, tatsächlich auch existiert? Das ist ja für mich ja auch wieder eine Interpretationsgeschichte. Und da bin ich dann immer wieder erstaunt. Das ist mir bei Markus Krall auch aufgefallen. Der ist ja auch libertär unterwegs, aber absolut konservativ. Also ich denke mal, der ist streng katholisch unterwegs. Dann bin ich doch sehr erstaunt, dass man sich dann sein Haupt beugt vor jemand anderen. Wie Ich siehst du denke, dass es das? oft eben dieses Konservative ist, was du gerade auch angesprochen hast, dass sie halt, also bei Tillmann zum Beispiel würde ich schon sagen, dass er früher eher sehr negativ auch über das Christentum geredet hat, weil er es halt so als so ein bisschen, ich will mir jetzt nicht die falschen Worte in den Mund legen, aber so habe ich es immer verstanden, dass er das auch wie so eine Art Judentum für halt die Nicht-Juden, aber von, ja, von einer bestimmten Gruppe halt kontrolliert und eigentlich nur so eine, wie sagt man, geführte Opposition, kontrollierte Opposition sei. Aber in den letzten Videos zu dieser Thematik hat er dann halt auch eher dieses Konstruktive am Christentum hier und da mal betont, gerade so aufs Gesellschaftliche bezogen. Dass er doch sieht, da wo das Christentum noch ein bisschen in der Gesellschaft verwurzelt ist, dass da manche Missstände einfach nicht so leicht entstehen wie heute in der Zeit, wo halt alles so ausdrücklich atheistisch oder säkularisiert oder wie man es dann nennt ist. Deswegen glaube ich, dass bei Libertären, die ja oft einfach noch mehr Bezug zum Natürlichen, zum natürlich Gewachsenen eben auch haben, dass da eben das Konservative auch an christlicher Tradition ein bisschen einen gewissen Reiz einfach hat. Und Ja. aber das ist ja wiederum gut, dann sehen Sie wenigstens das Konstruktive am Christentum, weil das Negative sehen Sie ja auch. Ist ja nicht so, dass Sie die Kirche oder sowas rechtfertigen, sondern die kritisieren Sie auch ganz stark als eine Kontrollinstanz, die Sie ablehnen. Also insofern finde ich das eigentlich schon ganz halbwegs gesunden Mittelweg, was das angeht.